Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Heute geht's zum Glück mal weiter mit Ton. Ne? Ich muss jetzt diesmal nicht nachvertonen. Beim letzten Mal habe ich das leider komplett übersehen, dass ich das in der Aufnahme ausgestellt habe. Da habe ich für RCT gerade aufgenommen. Und ja, da habe ich ja nur den Schnelldurchlauf gemacht. Da habe ich es ja dann auch nicht gebraucht, muss ich sagen. Ne? Wir machen dann auch anschließend gleich weiter. Hier bei der Mission. Blitzschlagzeilen heißt es. Und schauen wir mal, was wir da machen müssen. So weit ist es ja gar nicht weg. Ich hoffe, dass das diesmal alles jetzt besser funktioniert. So, wir sind ja eh gleich da. Aber wir sind jetzt in einem anderen Gebiet wieder angekommen. Da, wo wir die Feinde auf unserer Seite haben. Oder gegen uns eigentlich, muss ich sagen. Ja. Schön, dann schnappe mich. Ja, ich muss jetzt anonym werden. Na, dann versuchen wir das mal kurz. Ach, warte mal. Ich höre hier was. Ja, und ich höre richtig. So, dankeschön. Ich glaube, wir sind anonym genug. So, Blitzschlagzeilen. Empfohlen Level 5. Haben wir ja. Dann auf geht's. Ah! Oh, Jacob. Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gauner. Na gut. Oh, Moment, ich habe was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Was zur Hölle hat der Typ gebaut? Mal kurz schauen. Das Töten oder Alarmieren der Schläger führt zur Desynchronisation. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht vor. Aber ich sehe hier gerade mords viele Kisten rumliegen. Und ich höre ja auch irgendwas glitzern hier oben. Alter, überall sind Kisten hier über mir. Da werde ich aber so nicht hinkommen. Na gut. Jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen. Das Dach erreichen. Oh, ist das hell. Das Dach sollten wir eigentlich erreichen können. Ich meine, wir haben ja hier unseren Superhaken. Die werden hier unten warten. Naja. Ein bisschen zumindest warten sie. Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company.
Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starek Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen Ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Der listige Alec hat... Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Zu, Bell, oder setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast einen fahren lassen, Bill. Du Alter. Ich war es nicht besser. Teufel nochmal, ich hab's im Hals. Diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen leiser. Ich würde es doch ganz gerne mithören. Gut, sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schläge. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Ich bin ganz wackelig, Bess. Bravo, Alec. Nur dank Ihnen, Jacob. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Ich fand mich außerdem sehr originell. Naja, bauen Sie noch mehr Bomben, dann kümmern wir uns um Stareks Propagandamaschine. Abgemacht? So, das war eine relativ einfache Mission. Ich wollte nur zuhören. Jetzt, was sie die ganze Zeit sagen. Aber irgendwie war es ja doch eigentlich nur dummes Gelaber. Dann folgen wir mal Bell. Na, wo will er hin? Ich bin da. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Achso, okay. Dann fahren wir mit der Kutsche. Je länger wir Starek daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachen. Dann legen wir doch los, Alec. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Nett von Ihnen, Alec. Aber Sie können wohl kaum an jede einzelne Tür klopfen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Pillingsgate. Oder die Ratten im Kanal. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit überhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Also, fangen wir an. Wir sind da. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie. Und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. So, Ziel haben wir erreicht. Jetzt müssen wir noch die Telegrafenstation erreichen. Beziehungsweise, das sind wir eigentlich gerade. Aber ich muss jetzt die Schläger eliminieren. Schläger mit Galvanisierungsbomben elektrifizieren. Das sollten wir jetzt ja gebacken kriegen. Ich meine, wir haben... Naja. Ein bisschen fehlt ja noch. So. Jawohl. Optionales Missionsziel erreicht. Doppelabfahrt. Jawohl.
Dann beschützen wir ihn noch kurz. Ja, passt schon, ich bin da. Ach, geh weg. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von Halunken missbraucht wird. Na gut. Oh, ich hoffe, wir stoßen auf keine Patrouille. Und doch, machen wir. Eieieiei, bleib hier. Grundgütiger, das Haupt. Hab dich, du kleiner Quellgeist. Du? Du hast gar keinen. Ich hab's gemacht. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Gelinde gesagt? Schau kurz, hier auf der hinteren Seite kommen sie eh schon. Na, mein Fräulein. So, Igor, du bist auch gleich. Na, komm, hau doch zu. Was macht er denn? Hallo? Das entwickelt sich zu einem rechten Abenteuer. Warum macht denn jetzt nichts? Ich kann drücken, gerade was ich will. War gerade ein Spielfehler, wie es aussieht. Ausflug in die Welt der Spionage. So, und du lass meinen Kumpel Bell in Ruhe. Etwas friedlich, der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Das klingt. Dann machen Sie bitte weiter, Alec. Wie viele Punkte hatten die eigentlich bitte hier sein? Ah, Kisten. Da ist noch eine Galvanisierungsbombe dabei wahrscheinlich. Langsam ziemlich gefährlich. Nein. Macht aber nichts. Au! Ich hab doch Blocken gedrückt. Das war aber verflixt, ey. So, also mit dem Messer funktioniert es richtig gut. Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. So, Mission abgeschlossen. Wir haben jetzt Galvanisierungsbomben auch noch bekommen als Belohnung. 5 Stück. Könnten nützlich sein. Oder werden sie mit Sicherheit auch. So, wir haben jetzt auch gleich noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Schau mal, 2 habe ich ja aktuell eh gerade. Gefangene genommen, Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Will ich jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt machen. Warte mal, was haben wir hier gebraucht? Auch 2. Oh, hier braucht man 4. Ihr hört die Regenerationsrate ihrer Gesundheit. Verstümmeln. Ja, da kommt schon einiges dazu. Aber ich... Dann nochmal kurz... Adlerauge. Zeigt auf der Minikarte. Und hier zeigt es mir mehr Quellen an für seltenere Herstellungsmaterialien. Ach, weißt du was? Ah ja, okay. Kollisionen führen nicht mehr so stark zum Verlangsamen. Ist natürlich auch nicht verkehrt.
Hier erlittenen Fernkampfschaden reduzieren. Was mache ich denn da? Wenn Sie während einer Kombo mit einer leeren Waffe schießen, laden Sie automatisch nach. Wäre auch nicht verkehrt. Betäuben Gegner für kurze Zeit. Sie halten automatisch Wurfmesser, wenn Sie Multikills ausführen. Auch nicht verkehrt. Aber ich mache das jetzt doch der Reihe nach. Da werde ich jetzt nichts anders mehr ändern. So, ich sehe gerade, hier ist noch eine Kiste vorne. So. Der Bolzen ist voll. Eine Kiste, die haben wir... Hoppala, Entschuldigung. Eine Kiste müsste... Ach, hier unten sein. So, nächstes Ziel, was können wir machen? Hier unten haben wir noch was. Auch wieder eine Charles Dickens Erinnerung. Da haben wir. Ach, hier ist noch ein Helix-Glitch. Ein Aussichtspunkt. Weißt du was, ich mache jetzt mal ganz kurz hier diesen Aussichtspunkt, dass ich ein bisschen sehe, wo ich noch andere Aufgaben habe. So weit ist es ja auch nicht weg. Hoppala, Oma, Entschuldigung. Aber vielleicht kann ich mich ja auch da mit unserem Arm nach oben holen. Da geht es ein bisschen schneller. So, komme ich da irgendwo hoch? Nein? Ja, vielleicht. Dann hüpfen wir erstmal dahin. Und. Ja, hier geht es natürlich nicht rüber, oder wie? Und hier ist auch ein Helix. Dingens hier, wer ist denn? Ein Helix-Glitch. Da muss ich dann so oder so nach oben. So, komm. Was machst du denn? Nach oben. Komm, hopp. So, dann springen wir eigentlich genau durch ihn hindurch. Jawohl. Haben wir auch gemacht. Mal ganz kurz Pause. Ich habe hier irgendwas. Warte mal, was? Gepresste Blume? Was brauche ich denn? Gepresste Blume? Templerjagd. Machen wir mal das. Holen wir uns langsam aber sicher auch mal so ein paar Gebiete von den anderen. Da ist auch noch eine Kiste irgendwo. Muss ich auch wieder rüber. Oder ist es im Haus? Okay, also hier oben scheint es nicht zu sein. Das Ziel mit versteckter Klinge eliminieren. Da ist er ja eh schon. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Diese Dame hier hat mich ein bisschen gestört. So, Chemikalien und Metall haben wir bekommen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Unser Ziel. Na, hoch. Na komm, was machst du denn? Nimm ihn an. Nimm ihn an. Sind das echt zu hoch, oder? Gibt's ja gar nicht. Aber sehr, sehr viel von anderen. So ein guter Templer. Ich führe nur Befehle aus und an das. Die Welt ist einfach ungerecht. Er hätte es akzeptieren sollen. Genau.
Seine Flucht macht alles nur noch schlimmer. Wessen Flucht? Was ist denn? Ach, hier oben ist ein Schütze. Should have just stayed at home. I don't need to deal with this sort of treatment. I knew I should have stayed in bed today, but no. The veg won't. Komm doch raus. Komm raus. So, ich hab's erledigt. Au. Haut doch ab. So, bitte loslassen. Na. So, gleich müssen wir es geschafft haben. Dann gehört das Gebiet uns. Jawohl. Templerjagd abgeschlossen. Und wir haben Rubin Kunk hier bekommen. Und ein weiterer Teil von London gehört uns. Schauen wir mal. Hier habe ich noch ein bisschen was abgekratzt. Hier oben, Whitechapel, gehört natürlich komplett uns. Hier an der Seite, was gab es denn hier? Getrocknete Blume und hier gab es noch verschlossene Truhe. Mal schauen, ob ich mir da was... Aua, aua. Ob ich mir da was abkratzen kann. Was bist du denn? Das ist jetzt mein Gebiet. Geh nach Hause. Schade, dass man hier nicht mehr so vorbeihopsen kann an allen. Wie im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob es im dritten gegangen ist. Das habe ich ja nicht ganz fertig gespielt. Oder noch nicht zumindest. Aber wenn hier die Kiste schon mal Gold ist, dann muss ich da fast hinlaufen. Achso. Na, komm. Einzigartige Materialien. Einen Blaustein haben wir bekommen. Können wir das irgendwas, warte mal, hier herstellen? Ausrüstung. Oh yeah. Da gibt es ein bisschen was Gutes. Sehe ich gerade. Hier unten kann ich... Oh, das ist ja noch besser. Angriff 6, Betäubung 2 und Tödlichkeit 4. Materialien habe ich ja alle. Weißt du was? Stellen wir natürlich her. So, habe ich hergestellt. Upgrades. Achso, jetzt habe ich das schon aufgebraucht. Große Medizinflasche. Wäre auch ganz nützlich gewesen. Wirksamkeit der Medizin erhöht sich. Ist auch nicht verkehrt. Herstellen und ausrüsten. Gut. Aber ich sehe noch, wir haben hier noch so einen Helix-Glitch. Dann gehen wir hier auch mal kurz hoch. Der muss... Hoppala. So, wie komme ich jetzt... Da bitte... Ah ja, okay. Das sieht doch relativ leicht aus. Zumindest nach meinem Gedanken jetzt gerade. Weiß nicht, ob das auch funktioniert so, wie ich es denke. Jawohl, geht. Jawohl. So, was ist los? Gut, das haben wir jetzt auch. Frachteskorte. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz Kopfgeldjagd. Hoppala. Entschuldigung. Ich muss sagen, diese Gärten, die sind echt traumhaft schön. Sieht jetzt eh gerade irgendwie so aus, als wenn wir so ein bisschen im Herbst wären eigentlich. Was haben wir hier? So ein Mausoleum. Ist ja auch was.
Komm, wir sind hier in der Kanalisation. Ach, hey. Ach, da sitzt... Was machst denn du hier? Ach, du bist ein Penner. Mei, jetzt erkenne ich es erst. Na gut. Alles muss ich mir merken, dass man hier irgendwo unten runterlaufen kann. Und es ist eigentlich mehr so ein Kanaleingang. Zwar komisch verkleidet, finde ich, aber... Naja. Oh, das wird dir noch leid tun. Sir, ich werde Gewalt anwenden, wenn ich muss. Verschwinden Sie! Hier kommst du nicht lebend raus! Den Boten heimlich töten? Wer ist denn hier der Bote? Einer von denen? Aber das sind doch... Naja, ihr schießt euch selbst. Habe ich kein Problem damit. Zu mir! Mal schauen, Leopold, irgendwen hier. Bacchus aufspüren. Wer ist das? Ach so, ich sehe gerade, warte mal. Der ist irgendwo. Unter uns. Ist das richtig? Ich gehe jetzt mal kurz hier nach oben. Und. Ach so, da ist auch einer oben. Kurz diese reizende junge Dame über die Jordan bringen. Komm, fall nach hinten. Hallo? Nicht runter. Ausrauben. Ach, geht gar nicht. Ich kassiere ja so schon immer mit. Bei den Attentaten. Dann ist das ja noch okay. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Weil irgendwo hier müsste doch identifizieren. Ganz unten haben wir einen. Und wie komme ich ganz unten rein? Tut mir leid. Nein! Was machst du denn? Die jetzt hoch? Bleiben die unten? Was machen die? Da ist auch noch wer unter mir. Und die sieht mich nicht. Siehst du den? Wow. War das schon die neue Waffe? Wenn ja, wow. Ach, da geht's runter. Wow. Also die Waffe ist, muss ich sagen, saugut. Aua. So, das mit dem Blocken, muss ich sagen, das habe ich überhaupt nicht raus. Da fehlt es mir hinten und vorne. Au. Au. Komm, jetzt zieh die Leine, Junge. So, die ist auch kaputt. Aber ich würde mal behaupten, dass diese Waffe mega heftig ist. Mal, die muss ich noch ausplündern. Komm.
Aber die paar Pfund, wo sie dabei haben, bringen mir so eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Hier ist auch noch irgendwas, oder? Ach, das ist ein Beichtstuhl. Beziehungsweise so ein Versteck. Na gut, weißt du was? Dann gehen wir mal hier runter und ich sehe gerade, ich habe hier so ein... Achso. Wir werden die mich nie finden. Auf keinen Fall. Hier unten suchen die Bobbys nicht. Ah ja. Ich muss sie lebend zurückbringen. Okay. Die Juwelen. Hilfe! Helft mir! So. Na komm. Kleiner. Nicht so hastig. Bleib mal hier. Warte mal kurz. Die war doch noch eine Kiste, oder? Oder konnte ich nur als Eile plündern? Sind Sie ein Pooler? Bleib ganz ruhig. Ich verdiene den Strang nicht. Du bekommst kein Todesurteil, Mann. Aber einer Verhaftung wegen deiner Diebstähle entgehst du nicht. Die töten mich da drin. Mörder bekommen Probleme im Gefängnis, mein guter Backus. Du hast ein paar Steine geklaut. Das wird schon werden. Gehen wir mal kurz hier aus dem Gebiet raus. So, wo bringen wir ihn denn hin? Ach, er hat gesagt, in eine Kutsche setzen, glaube ich, gell? Irgendwas war doch hier gerade. Was ist das hier? Alles Taxis, oder wie? Ja, rein mit dir. Lass mich raus! Das ist klar. So. Abflug, Leute. Abflug, Abflug, Abflug. Kämpf. Was ist denn hier eigentlich los? Weiter, Mädchen. So, schnell, 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 schnell. Gut, jetzt haben wir das hier schon mal gebacken bekommen. Wie es aussieht, glaube ich, bin ich jetzt sogar in meinem Viertel. Gut so, Mädchen. Und wir liefern ihn ab. Ich werde nett zu Ihnen sein. Danke. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Dann gehört es jetzt auch mir. Achso, ich war jetzt hier unten an dem Punkt. Aber was ich doch ganz gern mal schauen möchte, hier gepresste Blume, was das ist. Ist jetzt halt auch nicht so weit entfernt. Und hier ist immer noch einer auf meinem Feld. So, Meister. Das gehört mir. Ich will ganz kurz mal schauen, welche Waffe ich eigentlich... Warte mal, was erkenne ich denn das? Galvanisierungsbombe, okay. Aber welche Waffe ich ausgerüstet habe, macht der automatisch, oder? Du folgst mir. Da ist ein Verbrecher, den wir umlegen. Na, Kamera, beweg dich. Alter, wie schnell läuft der? Fahr mal weg. Tada. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? So, aber jetzt gehen wir zurück. Eine gepresste Blume. Schau mal, untersuchen wir mal. Achso. Muss ich mir da mal durchlesen, für was das ist? I don't understand.
Frachteskorte. Da ist auch noch ein Helix-Glitch. Das ist nur die Frage, wie kann... Ah, was ist denn hier? Aussichtspunkt, okay. Also ein bisschen was zumindest gehört schon mal mir. Southwalk, fehlt auch noch einiges. Okay, hier kann ich jetzt da die nächsten beiden Missionen machen. Hier oben habe ich gesehen, ist noch eine Mission. Hier kann ich noch irgendwas machen. Also es gibt eine Menge zu tun noch. Hier unten auch. Westminster, da hat es so eigentlich fast noch gar nichts gegeben. Ist auch, mal kurz schauen. Empfohlen ist Level 9. Na, da bin ich ja eigentlich so noch gar nicht. Schau mal kurz, das bin ich ja nicht. Level 5. Fähigkeitspunkte habe ich einen. So, jawohl. Kapazität können wir jetzt erhöhen. Großer Messerbeutel. Was haben wir hier noch? Wirksamkeit der Medizin. Okay. Was haben wir hier noch? Halluzinogene Bolzen. Na gut. 2089 Pfund habe ich noch. Nicht mehr so viel. Gut, ich würde sagen, das war's. Ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Sag danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal.